Der Wind weht eisig um die Steine, wie zu frommem Gedenken aufgestellt. Und nur ein Grabstein steht alleine und schreit stumm in alle Welt. Und der, der ihn einst errichtet, sah ihrem Sterben machtlos zu und hat die Menschheit nur verpflichtet, zu achten ihre toten Ruhe. In das geöffnete Grab stieg niemand hinab, doch was gemeißelt in Stein sollte nicht für die Ewigkeit sein. Jedoch der Widerstand kam nicht durch Menschenhand, denn den Freiheitstraum hatte ein Birkenbaum. Henriette Juliane von Rühlen, die drei Söhne ihrem Mann gebar, verstarb an einem Sonnentag im Frühling in ihrem 27. Jahr. Die Schwindsucht hatte sie befallen und elendig hinweggerafft, und ihr Gemahl ertrug seine Qualen nur mit allerhöchster Kraft. In das geöffnete Grab steht niemand hinab, doch was gemeißelt in Stein sollte nicht für die Ewigkeit sein. Jedoch der Widerstand kam nicht durch Menschenhand, denn den Freiheitstraum hatte ein Birkenbaum. Ja, die Birke trotzte dem Gedenken, dass er für seine Gattin ausgesucht. Ewige Ruhe konnte er nicht schenken, und der Volksmund tuschelte verflucht. Doch auch der Birkenkräfte ging zur Neige, und sie konnte kaum mehr aufrecht stehen. Und so blieb sie nur ein stummer Zeuge der Worte, die auf dem Grabstein stehen. Trennung ist das Los der Menschen. Früh verlassen sein, das Bitterste. Dämmerung wird das übrige Leben. Tod des Morgens Aufgang. Ewiges Licht, das Wiedersehen.